Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im Hell des 19 am Samstagmorgen, einen wunderschönen, beziehungsweise Samstagmittag ist es ja. Ich habe es tatsächlich ganz vergessen in der vorigen Folge, dass die Gemeinde gerade ja ausfällt und wir gesagt haben, wir machen dafür zwei Folgen Stappenbach. Das heißt, wir können eigentlich gleich direkt weitermachen und das machen wir auch. Wir gucken jetzt gleich mal kurz zum Xerion hoch, weil der ist fertig und der braucht natürlich nicht die ganze Zeit den Motor weiterlaufen lassen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Es ist nur guter Diesel, der da umsonst verbraucht wird. Ach komm, du hättest auch die Allradlenkung anlassen können. Es wäre gar nicht mal so schlecht. So, ihr seht, das ist dann nämlich um einiges wendiger. Wir fahren nun jetzt mal nach Hause, weil den brauchen wir für heute nicht mehr. Dann wollen natürlich auch mal ein bisschen Radio hier haben. So, Pop Radio FM. Das ist natürlich unser Bereich. Warte mal ganz kurz. So. Jetzt hat. So. Sieht jetzt auch ein bisschen besser aus, glaube ich. Innenansicht wäre es, glaube ich, nicht ganz so stark aufgefallen, aber von Außenansicht nicht ganz so gut. Rundumleuchte machen wir natürlich an, weil wir sind ein dickes Geschoss auf der Straße. Und die Leute müssen natürlich auch wissen, dass sie im Xerion fährt mit dem richtig geilen Sound und der Hupe. Oh, fertig. So, die Fußgänger lassen wir natürlich höflich vorbeilaufen. So. Ich muss sagen, der Xerion hat schon geilen Sound gekriegt. Ne? Also, es ist einem Xerion würdig, würde ich sagen. So, ich fahre das aber auch ganz kurz nur vom Keller hin, weil wir haben da wieder mal was zum Dreschen, was ein bisschen mehr Ertrag gibt und da kann es auch mal sein, dass er, okay, der Drescher hat schon 51%, ich glaube, wir kommen nicht mehr rechtzeitig, oh, alles kaputt gemacht, ich habe gerade mal einen Schlüssel rausgezogen, warte, stecken wieder rein, richtig, gibt es da eine Richtung, ja, er ist wieder drin, geht, alles gut, haben nicht kaputt gemacht, läuft noch. So, kurzer Schockmoment, aber alles gut. Sonst hätte ich meinen Motor nicht mehr starten können, weil ich habe tatsächlich, ich weiß nicht wieso, bei meiner Leertaste den Motor deaktiviert. Ich weiß nicht wieso. Habe ich einfach irgendwann mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Problem ist, dass das mal ein bisschen rumgebackt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir da ein kleines Problem gehabt. Okay, was heißt Problem? Ich hätte jetzt eigentlich wieder einfach nur die Einstellung reingehen müssen, die Tasche wieder auswählen und dann wäre es einfach gut gewesen. Aber, boah. Lieber so als wie anders. So, ich habe natürlich wieder profimäßig, wir düsen schon wieder mit 53 km/h lang und ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Ich weiß, er rollt noch, aber wir sind jetzt auf einer geraden Strecke. Da müssen wir hin. Landhandel. Ist ja nicht so, dass wir den schon kennen. Wir hätten eigentlich auch. Das machen wir auch schnell. Weil der andere Weg, den kennen wir schon so auswendig, ne? So, und ich glaube, es ist echt auch einfach. Für mich ist es auf jeden Fall auch angenehmer, wenn ich einen Traktor habe. Und überhaupt noch so einen großen und so ein langes Gespann auf dem Feldweg, so einem schönen Feldweg hier zu fahren. Als wie jetzt in der Ortschaft oder in der Stadt, weil Verkehr, andere Autos, man muss aufpassen, dass man keinen Zaun mitnimmt, keinen Fußgänger, der da irgendwie ungünstig dran steht. Und hier draußen ist kein Zaun, da können wir auch mal kurz auf eine Grünstreifen fahren, ohne dass wir gleich Probleme bekommen, weil hier ist der Gehsteig sowas ab in der Stadt oder in der Ortschaft der Gehsteig. Und hier können wir mal easy rauffahren, ohne dass wir gleich ein Reifenproblem kriegen könnten. In der Stadt ist natürlich die Frage, aber ist es glaube ich nicht ganz so gesund, wenn man so auf so einen hohen Porsche rauf fährt. Ist jetzt meine Meinung, auf jeden Fall nicht mit dem vollen Anhänger, weil, ja klar, die Reifen müssen schon ein bisschen was aushalten, aber trotzdem glaube ich es nicht ganz so gesund. Er ist schon mal der ein oder andere Reifen von, ist jetzt egal, ob es jetzt ein Traktor oder das heißt Traktor, ein Anhänger oder ein Auflieger von einem LKW ist. Habe ich schon das ein oder andere miterlebt, dass sie plötzlich gemacht hat. Und dann war das Ding weg. Oder beziehungsweise einfach platt. So, wir müssen hier rechts. Und da kommt auch schon wieder ein knallrotes Auto entgegen. Ist jetzt aber diesmal nicht die Feuerwehr. Auf jeden Fall sind sie nicht in Einsatz. Wir haben den Feuerlöscher dran, also uns kann nichts passieren. So, passt. Jetzt fahren wir hier vorne gleich rein. Ist es glaube ich eigentlich die Ausfahrt, aber gut. Was steht da? Agravis.
Okay, es ist nicht mit Ausfahrt oder Einfahrt geschildert, also glaube ich, ist es wurscht, wo man rein und raus fährt. Ja, der Tucano ist natürlich voll, ist ja klar. So. Dann laden wir mal. Haben wir natürlich auch immer noch mal ein wunderschönes Red Bull-Döschen dastehen. Wer es sich fragt, eigentlich, was es ist. Es ist das Standard normale 250 Milliliter Döschen. 24er Pack habe ich hier dastehen. Also, er reicht auf jeden Fall für die nächste Zeit. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass wir am falschen Platz sind? Das können wir aber eigentlich, hoffe ich, ganz schnell lösen. Und zwar, das war jetzt gerade keine Absicht. Ich habe natürlich nur Landhandel gelesen und da steht noch Agra Z. Weil ich dachte mir gerade, wieso kriegen wir 7000 Euro? Dachte mir, okay, vielleicht über. Dachte mir, zwei aktive Missionen. Da ist irgendwas schief gelaufen. Und ja, wir sehen es gerade. Hätte ich unten vielleicht genauer lesen sollen. Aber wir haben noch eine Chance. Wir haben natürlich, glaube ich, auch keinen Hafen im Lager. Nö, haben wir natürlich nicht. Die sieht auch ein bisschen mau aus hier. Aber wir haben noch eine andere Variante. Und zwar. Ich hoffe, wir können durch Agraz Landhandel Weizen, Hafer kaufen. Es sieht gut aus. Aber das Ding kostet 50.000. Das werde ich aber ganz einfach machen. Das werde ich jetzt auch hier in der Aufnahme machen, dass dieses jedes. Und zwar werde ich mir das Geld wieder gut schreiben. Weil, ja klar, es war gerade ein Fehler, aber ich war vorher auch der Meinung, man kann einfach beim Agraz Landhandel das einfach kaufen, ohne dass man das Teil braucht. Aber der hat, glaube ich, ein neues Update mal irgendwann gekriegt. Und seitdem braucht man das Teil hier. Das heißt, ja klar, ich könnte es natürlich rausschneiden. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn ihr das auch mit ansieht. Also für mich ist es auf jeden Fall nicht so schlimm. Ich glaube, ich weiß nicht, hat er Platz, aber hier dürfte es eigentlich hinpassen. Ja, da steht eine Brücke im Weg. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Ja. So. Ich glaube, so kann man das lassen, ne? Ich platziere es einfach. Gut, das heißt, wir machen noch ein bisschen hier was von hin. Das ist das der Boden hier. So. Dann machen wir da ein bisschen. Das. Oh, das sind Büsche. Geil. Ich wusste gar nicht, dass Büsche auch geht. Das ist mir tatsächlich neu, muss ich sagen. Oh, schön, gerade Büschen im Platz sind, das ist mir komplett neu. Geil. Oder ein bisschen Spaß damit, glaube ich, dann. Ach, das ist schön. Und das ist mir tatsächlich neu, dass man Büschen platzieren kann. Aber gut, wissen wir jetzt auch. Aber ich kann nicht weiter. Ah. Ja, gut, warte mal, das heißt, wir haben. Machen wir grad, ich mache das ja immer über das F11-Menü hier. 50, 1, 2, 3. Dann brauchen wir nochmal 2000. 1, 2, 3. So, passt, dann haben wir wieder den. Oder. Ne, ich lasse es jetzt erstmal so. Wir gucken ja mal, wie viel wir denn an Weizen, wenn wir jetzt Weizen Hafer kaufen müssen, wie viel das Teil Ganze den kostet. Weil, wenn es wieder so um die 7000 kostet, dann haben wir das wieder rein, was wir da vorhin hatten. Ah, das war so ein blöder Fehler von mir. Ja, aber gut. Ich glaube, ich kann jedem mal passieren, ne? Und das ist auch schon wieder halb neun, also. Da kann schon mal der ein oder andere kleine Fehler sich reinschleichen. Ja, normalerweise habe ich immer darauf geguckt, ob wir gleich, ob da rechts oben natürlich den gleich gemerkt oder kommt Geld rein, dann hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber in dem Sinne geht die Schule direkt gut, weil ich habe da gerade drauf geguckt, wo das passiert ist. Also die Leute wahrscheinlich eben, die wo das Video jetzt gerade anschauen, denken sich, jo, da geht das Geld hoch, jo, halt, stopp, mach das Teil raus. Ja, kann sein, dass ich nicht hochgeguckt habe. Shame on me. So, gut. Wir machen jetzt immer, ich glaube, ich hoffe, man kann ja das aufnehmen, was ich brauche, ne? Also bloß Auslass hier. Es geht. Ja, geil. Oh. Ich mache jetzt aber den Anhänger voll scheiß drauf. 10.000.
Ja, das geht eigentlich. Es geht klar, weil wir haben 7000, die 3000 mehr haben wir halt dann noch 3000 Liter im Lager oder ich kann die wieder verkaufen. Kann ich natürlich auch machen. Nur diesmal aber werden wir jetzt richtig fahren, weil wir müssen gleich hier hin. So. Das heißt, zack. Zack. So, den leeren wir jetzt aus. Ja, passt. So, wunderbar. Der ein oder andere würde es vielleicht rumhören und sagen, ja, du hast das gecheatet und so. Ich habe es eigentlich nicht gecheatet, weil ich habe es mir gekauft wieder. Also ich habe dafür 10.000 blank drangelegt, damit ich das hier wieder rausbekomme. Und diese 50.000 für den Tank hier, also würde, wenn jetzt da wer hier rumjammern, Leute. Also, das ist kein richtiges Realismusprojekt. Und auch bei einem Realismusprojekt hätte ich es einfach nicht gemacht, weil... ja, wie soll man sagen, das Teil kostet 50.000, wir hatten nur zum Schluss noch mal so 18.000 oder so und ja, lassen wir so stehen, reden wir nicht weiter drüber. Wenn das mit der ein oder andere erst auf diesen Zeitpunkt hier zustößt, hat das keine mitbekommen oder wir tun es aber, wenn nichts gewesen wäre, ne? Nee, machen wir natürlich auch nicht. Wir wollen natürlich nicht rumlügen und so weiter. So, passt. Gut, dann fahren wir nochmal runter. Der Tucano schreit, ja, lieber Tucano, ich bin auf dem Weg. Ich düse mit der 53 und angeschaltet und umleuchte in deine Richtung. Und dieses Mal wollen wir wieder dran denken, dass ich nicht am Feld vorbeifahre, weil ich fahre jetzt gerade drauf zu und beim letzten Mal bin ich vielleicht links abgebogen. War natürlich nicht so gewollt, aber im Eifer des Gefechts kann dann mal kurz passieren, ne? So, wie weit ist er denn eigentlich? Ah, da drüben steht er. Ach, der ist schon einmal rum. Ach toll. Okay, gut. Ja, ansonsten, wenn er nicht mal einmal rumkommen würde und jetzt wollen, dann kommt, dann würde schon ganz gut was runterkommen. So. Ja, einen Dreiviertel Mal hat er es rumgeschafft. Weiter rüber. Das. Warte. Ich fahre da nochmal neu hin. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also es wird eingeklappt, jetzt ist er beleidigt. Ne, wir sind wieder da, Kollege. Ja, ein bisschen vor. Jetzt hat. Der schießt aber ganz schön weit raus. Eieiei. Also. Ja. Übelst schon zu. Gut, das funktioniert. Dann widme ich mir hier hin, ja? Weil ich hier brauche noch ein bisschen was reinigen. Warte mal, können wir. Alles machen wir nachher. Ja? Schön, wir haben ein bisschen Wasser. Ja, da ist er. Ja, wo ist ein Feiner? Nee. Leute, tut nicht den Hund mit Hochdruckreiniger absprühen. Ich glaube, wenn ich so ganz gesund fliegen. Gartenschlauch? Ja, geht eher im Sommer. Aber Hochdruckreiniger. Schwierig. Schwierige Situation. So. Hier wird die kleine Mauer hier. Braucht auch mal ein bisschen Waschen hier, aber das sieht aus. So. Ja, aber das Minus wird eigentlich gar nicht stark. Oh, Oberlippe hat gejuckt. Oder Oberlippenbart. So. So, das Ganze. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich stehe in der Halle drin. Da ist Licht. Kann ich. Ah. Ja, das sieht dann eh keine Obsache, so krass glänzt oder nicht. Eieiei. Haben wir vielleicht minimal den Kerl mitgenommen. Ich fahr jetzt mal rückwärts rein. Ich weiß nicht, ob es so gut klappt. Doch. Luxierung ist wendig. Alter, so eine Vierradlenkung, die macht schon was aus, ne? Das hintere würde ich gerne auswählen. Zack. So, dann drehen wir hier einmal. Soll ich auch von einem wunderschönen Anhänger hier rankommen? Hallo? Oh, wie haarscharf war das gerade? Ich hatte eigentlich gesagt nicht rankommen, aber der hat irgendwie mein Vordergrund nicht angekommen. Leute, ich habe so glaube ich gehört, dass ich geschalten habe, oder? Wenn ich weiß, was das Geräusch ist, das hier. Ja.
So. Passt. Perfekt, so. Dann fahren wir den wieder vor. Also seinen Platz hat er vom Tiefenlockerer. Da wird man auch wieder hinstellen, wenn man. Oh. Vielleicht ein bisschen den hinteren, das hintere Schutzblech mitgenommen. Aber das geht noch. So, Ruder aus, Vorwärtsgang rein und Allrad, Allrad sage ich schon. Handbremse drin. Passt. Dann, wo ist der Premium? Da ist der Premium. Dann müssen wir nämlich jetzt weitermachen mit dem wunderschönen Schwaben. So. Und ja, morgen werden auch wieder zwei Folgen Stappenbach kommen. Ich war gerade kurz am überlegen, ob drei an. Ich glaube, drei ist ein bisschen zu viel. Mir würde es, glaube ich, tatsächlich auch mal anders aufnehmen. Oder machen wir es so. Leute, macht jetzt unten in die Kommentare rein. Am besten. Ja, okay. Also, wow. Ich wollte gerade sagen, am besten schon in der ersten Folge. Da habe ich es ja noch nicht mal erwähnt. Ja, aber schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, ob ihr Bock habt auf morgen drei Folgen Stappenbach. Weil mir macht es kein Problem. Und wenn's euch, wenn ihr natürlich sagt, nee, muss nicht sein, das wäre schon zu viel Stappenbach, dann kann ich damit auch leben. Hoppala. Aber wenn ihr euch natürlich drei Folgen wünscht, dann mache ich das natürlich. Wie gesagt, unten reinschreiben jetzt, auf was ihr Bock habt. So, passt. Ja, da vorne bleibt immer so ein kleines bisschen liegen. Ich muss jetzt hier so ein bisschen ausholen, dass ich das hier alles schön mitkriege. Ja, ging, glaube ich. Ging, glaube ich, klar. So, einlenken. Oh. Ging. So. Fahren wir wieder runter. So, ja, dann haben wir fast alles mitnehmen können. Das war wunderbar. Profimäßig. Gekonnt haben wir das hier gemacht. Gekonnt. So. Ist die Frage, wie kommt man hier drüber? Weil anscheinend werden wir am Baum wieder hängen bleiben. Das heißt, wir machen den hier. Aha. Hätte ich, glaube ich, gar nicht ausmachen müssen, weil der, den kann man zusammenklappen und der läuft trotzdem weiter. Ey, das geht aber nicht. Okay, dann 28, ja, das geht eigentlich noch. Ich dachte jetzt gerade, wieso das jetzt da nicht mitgenommen hat. Vielleicht weil er da ein bisschen runterhängt. Ja, jetzt nimmt das wieder mit, okay, gut. Ja, das war jetzt nicht die Schuld vom Schwader, das war jetzt. So, war meine Schuld. Hat ein bisschen anstrengend gehockt. Ein bisschen zurücklehnen hier. So. Aber ja, da bringt das Red Bull tatsächlich auch nicht mehr allzu viel, weil wenn es so auf 9, 10 zugeht, merkt man schon, dass ich ein bisschen müde werde. Und ich glaube, da wollen wir sich schon ein bisschen mehr zurücklehnen, auf jeden Fall in meinem Alter. Die jungen Jungspunde da, 10 Jahre natürlich, die werden um die Zeit noch beim Quick lebendig rumfetzen. Aber ich mach da schon lieber den ruhigen, flack mich ins Sofa oder auf den Stuhl. Und mach da YouTube, Fernsehen, mal gucken, was im Fernsehen so läuft. Und wer weiß, jetzt fragt, wann ich das am Freitagabend auf. Ich weiß gar nicht, was Freitagabend jetzt läuft, muss ich mal gucken. Wenn es natürlich ein Livestream wäre, dann könnte ich natürlich jetzt sagen, Leute, schreibt mal in den Chat rein, was ihr da für Vorschläge habt, wenn ihr da wisst, aber ich glaube, ein Tag danach zu sagen, was im Fernsehen am Freitag läuft, glaube ich nicht ganz so gut. Was heißt, hoppa, da sind wir ein bisschen am Baum hängen geblieben. So. Hoch, drehen. Oh Gott. Eieieiei.
Eieiei, Johnny. Wir rutschen ab. Oh Gott, jetzt muss ich aber schnell handeln. Auf hier. Eieiei. Oh. Nein. Allrad. Gott. Okay, die Ecke da vorne, wenn wir uns merken, gefährlich. Gefährliche Ecke. Komm schon. Du bist ein Johnny, du brauchst kein Allrad. Siehst du, genau. Kurz Stiftsperre angemacht und dann läuft die Sache. Dann läuft der Hase. So, runterlassen. Walking noch. Passt. Ja, das ist schon wieder bei 20 Minuten, die Zeit vergeht so schnell. Ich weiß nicht, glaube beim Zuschauen jetzt nicht so schnell, aber wenn man jetzt selber spielen ist, denken sie so, was, schon 20 Minuten rum? Ja, die Zeit verfliegt da, das glaubst du nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ist das bei euch auch so? PC rangegangen, 5 Minuten später denken sie so, was, schon eine halbe Stunde rum? Also in gefühlten 5 Minuten meine ich. Ich glaube, das ist bei jedem so. So. Passt. Die Vögel sind natürlich auch gleich wieder da. Aber das muss man sagen, ist tatsächlich so. Der, alles hinweggeflogen ist auf der einen da. Gut. Der ist auch der Pro. Der denkt sich so, du, ich bleib hier hocken, der trifft mich nicht. Schrotflinte hat er keine dabei. Und, ja, die können ja auch hier rumhocken, die picken ja nur die Würmer aus dem Boden. Wenn es natürlich jetzt ein frisch angesehenes Feld wäre. Da wäre ich dann ausgestiegen, da wäre ich dann schon gekommen, aber so hier, da ist jetzt nichts angesehen, was sie jetzt rauspicken können. So, und ich weiß gar nicht, ich glaube Mais-Saat oder so, spielen sie ja tatsächlich teilweise mit, wird Saatgut teilweise dann irgendwie so rot eingesprüht oder so rot-rosa. Und ich glaube, das soll ja dafür sein, dass sie die Vögel nicht fressen. Aber sicher bin ich mir jetzt da auch nicht. Wenn es natürlich einen anderen Grund hat oder wenn es ihr es genauer wisst, dann könnt ihr mir da gerne das genauer sagen. So. Ja, das passt. Dann haben wir das Feld. Ja, wir könnten tatsächlich die andere Wiese auch noch schaffen. Bisschen Glück. Dürfen das hinkriegen. Oder was heißt, ja, bisschen Glück brauchen wir schon. So. Also die Leute, die heute das Video sehen, heute kann ich noch ein bisschen eine auf faul machen. Heute Abend, aber ab morgen früh, 5 oder 4:30 geht's raus. Ist noch früher, als wie ein Jahr, wie ich unter der Woche schon so aufstehen muss. Und muss da zum Pflänzchen ausmähen, also Baumpflänzchen ausmähen. Ich habe schon richtig Bock, nicht. Aber gut. Ja, genau, apropos Job. Leute, LS Cycling und so, sucht gerade Leute, die sich bewerben wollen bei ihnen beim Helfen, beim Mitarbeiten. Und ja, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Alter muss Voraussetzung 15 Jahre sein, also wer unter 15 ist. Es tut mir leid, für das, für den ist es dann uninteressant. Mitarbeiter bekommen wir, soweit ich Bescheid oder Bescheid bekommen habe, 20% Rabatt auf das Sortiment. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganze Sortiment, ich glaube schon, aber halt auf die Waren. Und ich glaube, das ist eine 11 Stunden, ich weiß nicht, 11 Stunden Woche, kann das sein? Wäre glaube ich ein bisschen wenig. Aber irgendwas halt, glaube ich, habe ich da mal gelesen. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden. Aber da könnt ihr gerne selber mal nachlesen. 450 Euro im Monat, soweit ich weiß. 10 Euro pro Stunde. Ich glaube, das ist so für so einen kleinen Job. In der Größe auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Und ja, unten in der Videobeschreibung ist jetzt ein Link zu denen. Und da könnt ihr euch genauer informieren. Ich werde dann auch nochmal einen Link zu Instagram zu denen reinpacken. Dann kommt ihr direkt zu denen und könnt euch das genauer durchlesen, nochmal alles. Ich weiß gar nicht, haben sie ein eigenes Formular? Ah, genau, was auch noch tatsächlich wichtig ist für den einen oder anderen, weil, wo die Arbeitsstelle ist, sie ist jetzt tatsächlich in der benutzten Ortschaft. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Abrahain? Ich glaube, Abrahain heißt sie.
Ist in Deutschland, also es ist kein Jahr irgendwo in Italien oder so, könnte man vielleicht meinen. Aber die ist tatsächlich in Deutschland von mir ungefähr so 4 Stunden Autofahrt entfernt, also schon ein Stückchen weg. Ist, wenn man jetzt sagen würde, ich wohne in der Nähe von München, aber jetzt, ne, nicht ganz gerade, aber wenn man jetzt eine Linie zwischen München und Köln bildet, ungefähr in der Mitte. Also so habe ich es auf jeden Fall jetzt mal ganz pauschal auf Google Maps gesehen. Also wer da ein bisschen weiter weg ist, 4 Stunden Autofahrt, kommt darauf an natürlich, wann die Arbeit startet. Aber wenn es natürlich so startet wie normal, 8 Uhr früh, dann muss man da schon ein bisschen früh aufstehen. Ne? Also 4 Uhr, glaube ich, wird der ein oder andere aber dann sagen, nee, steht doch nicht um 4 Uhr auf. Aber kommt natürlich darauf an, wo ihr halt eben wohnt. Ich wohne, wie gesagt, in der Nähe von der München. Und da dauert es natürlich schon ein bisschen länger. So. Aber wie gesagt, ich packe jetzt dann unten Beschreibung rein, Link in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr euch das Ganze noch genauer anschauen. Und ja, aber wir sind tatsächlich für die heutige Folge auch schon wieder fertig. Danke fürs Zuschauen, bedanken. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben eine Minute überzogen. Wir sind jetzt bei 26 Minuten und 30 Sekunden genau. Aber wir haben es geschafft, die Wiese Nummer 32 fertig zu schwaden, und dann heißt morgen geht's auf die nächste. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr, würde mich sehr freuen. Kostenloses Abo natürlich auch, damit wir fleißig in Richtung der 100 Abonnenten weitergehen. Und wenn ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Samstag. Und bis morgen. Macht es gut zu 2 weiteren oder 3 weiteren und in die Kommentare reinschreiben. Folgen hier auf der Steibenbach. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag. Und bis morgen. Macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.